European Championships and Meine sehr geehrten Damen und Herren, die ziehen sich dann anschließend für den Finallauf. So wie es der Wettkampfordnung entspricht, sind die 10 Besten der Weltrangliste ausgelost worden und Shelley Redmond aus Großbritannien wird dieses Rennen heute eröffnen. Im Weltcup in Führung nach 7 Bewerb. Zuletzt wurde er am Königssee gefahren. Achtung an der Bahn. 96 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
War schon interessant. Zeit 5,16, eine Hundertstel schneller ist er da. Das ist, glaube ich, ganz eine gute Zeit heute schon. Ja, ist ordentlich, aber kommt natürlich nicht heran an die beste Startzeit des Kanadiers Erik Meinsson. Aber man kann ja im weiteren Verlauf der Bahn einiges aufholen. Das hat ja wirklich klassemäßig Frank Rommel demonstriert, der fast 2 Zehntel zur Mitte zurückgelegen ist und im Ziel dann 800stel Vorsprung gehabt hat. Schön, diese gerade genommen, Ausfahrt aus dem Kreisel, 800stel liegt er zurück, hier Grother, auch hier ein bisschen verzogen, man sieht das immer sehr gut an der Fußhaltung, kommt jetzt zum letzten. Thomas liegt auf Rang 2, hat in dieser Saison noch nie gewonnen, war aber Zweiter in Lake Placid. Thomas Dukus, Lettland, Bahn frei. Ist der Kudinov und jetzt auf Rang 3, 14 Sekunden Rückstand, der Thomas Dukus aus Lettland. Russland natürlich mit ganz, ganz großen Bestrebungen nächstes Jahr bei den Olympischen Spielen, Winterspielen in Sochi, also in der Heimat dort unten am Schwarzen Meer, möglichst viele Medaillen zu machen. Dukus, 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 das sind die heißen Aktien im Skeletonsport der Männer. Nach Thomas kommt jetzt Martins, der Weltcup-Führende. Martins Dukus aus Lettland und der hat gewonnen schon 5-mal, 6-mal in dieser Weltcup-Saison. Martins Dukus aus Lettland. Frei. Und Retterkopf, der war wieder 13 Sekunden vor dem derzeit noch zweiten und jetzt geht dann Führung. Klare Führung, grandiose Leistung, 52, 68 und ein riesen Vorsprung. Also der bestätigt seine Leistungen und seine Gesamtführung. Und hier schon in beim Doktor, vor allem im Telefon der Damen, Thomas. Ist ja nicht so gelaufen. Achtung, die Entscheidung um die Medaillen. Es kommt der Dritte nach dem ersten Durchgang. Third after the first one, just starting now. Am Start, Sergei Kulinov aus Russland. Des führenden Martins Dukus, der schon 6 Rennen in dieser Saison gewonnen hat. Sensationeller Lauf jetzt. Er baut seinen Vorsprung auf den jetzt noch führenden Thomas Dukus aus und geht in Führung mit 1,45,88. In Juli Tressing from Russia. Wahrscheinlich. Hat auch ein bisschen Glück gehabt, aber mit der ganzen Routine hat er dieses für ihn kleine Problem gelöst. Alexander Petja. 4,91. Warte, ich mache den Rest. Ja! Super, Martin. Eine neue Demonstration der aktuellen Stärke von Martin Stuckus. 8 Rennen im Weltcup in dieser Saison. 7 hat er gewonnen mit diesem heutigen Sieg. Und der Zweite war er am Königssee, glaube ich, war das in diesem Rennen. Nein, wo war er Zweiter? Der Alexander Tretjakov, der Martin Stuckus in Whistler Mountain. Sonst hat er alle Rennen hier dominiert. Tolles Rennen, große Spannung. Die europäischen Athleten haben dominiert. Martin Dukus gewinnt vor Tretjakov. Thomas Dukus holt auch noch eine Medaille in der Europameisterschaft als Dritter. Kudinov, der Russe. Die Russen heute auch wieder stark bei den Plätzen 2 und 4. Thomas. Čeku. Skrati, sagu sa Bruxel. Thank
Support for the International Bobsled Scholars Federation. Guys, hold the flowers up. Let's see it. Perfect. Wir rufen den Zweitplatzierten, meine Damen und Herren, aus. Der Startrekord von Peter Koff, der hier gehalten. Der geht an die große Skeleton- und Bobnation Lettland. Wir freuen uns für ihn, für Thomas Dukos aus Lettland, Platz 3. Wir rufen auf den vierten Rang im heutigen Weltcup-Wettbewerb Skeleton der Männer aus Russland, Russia, Sergei Kudimov. Der wunderschönen Pokale für die Besten hier, für den Sieger Martin Dukos und auch Vizebürgermeister Kaufmann, Alexander Tretjakov, der russische Sonderathlet, und Peter Mendel mit dem Pokal für Thomas Dukos aus Lettland. Und gleich anschließend dann in der zweiten Siegerehrung für die Europameisterschaften. Da gibt es dann natürlich auch die begehrten Medaillen in Gold, Silber und Bronze. So, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben jetzt zu Ehren des Siegers Martin Dukos die Hymne von Lettland, die Anthem of Latvia. Diesmal FABD Bourbon Skeleton European Championships Innsbruck Eagles. The World Ceremony Skeleton Man. Wenn es einen Europameister gibt, gibt es auch einen Vize-Europameister aus Russland. An vierter Stelle bei der Europameisterschaft aus Russland, von Russia, Sergei Kudimov. Frank Hommel aus Deutschland wird Fünfter. Die Medaillen übergeben an die besten Gold, an Martin Dukos. Die Silbermedaille geht an Russland, an Alexander Tretjakov, durch den Präsidenten der Jury. Und die Bronzemedaille. Hier wird Thomas Dukos bekommen, der im Weltcup insgesamt an der zweiten Stelle liegt. Also ein großer Tag heute, ein großer Vormittag für Lettland im Skeleton-Bewerb der Männer.